Ja, du kannst ja zum Beispiel auch in der Zeit was anderes machen. Ja, vielen lieben Dank, dass du auf jeden Fall dabei warst. Und ja. Tschö. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Was kann ich denn jetzt in der Zwischenzeit machen? Wir können zum Beispiel zu dem Terminal hier fliegen. Zu dem Geister in der Maschine Dingens Holoterminus. Geister in der Maschine Holoterminus. Es ist doch der in dem anderen System, oder nicht? Ne, das ist hier. Machen wir so. Wow. Hui, oh, verdammt. Wie geil! Wie lange der hält. Man kann unter der Treppe überleben. Ja, hält halt den Regen ab, wa? Cool. Das ist echt nice. Oh. Hallo? Sebastian, landet hier jetzt einfach oben drauf, oder was? Nö, ich geh grad hier die Treppen hoch. Achso. Beim Sturm? Ich merke gerade auch gerade, dass ich das nicht überlebe. Komm mal zu dir unter die Treppe. Ja. Komm in den Schrank unter der Treppe. Ja, geil. Bei mir passiert das nicht. Bei mir kriege ich immer noch einen Sack. Ja, du musst ein bisschen. Hä? Wo ist denn jetzt mein Schiff hin? Da. Du musst ganz ran an die Treppe, ne? Ich stand gerade neben dir halt. Genauso wie du standest. Ja, du musst die Treppe berühren, meine ich damit. Ja, ich bin größer als du. Also, wenn ich quasi neben dir stand, hat mein Kopf durch die Treppe geguckt. Vielleicht wäre das der Fehler. Dass irgendwie ein Fühler von mir irgendwie Probleme mit der Augen, mit der Hitze gekriegt hat. So, stürmt es denn noch? Bisschen. Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf hier. Ich hab jetzt keinen Bock zu warten. Ich meine, ohne Fleiß keinen Preis. Ein bisschen was muss man ja auch riskieren, wa? Mein Gott, dann verrechseln. Okay. Schon oft genug. Ich hab keinen Ferritstaub mehr, das ist aber schlecht. Die Dinger, die geben relativ gut hier. Klopp einfach irgendwelche Steine. So, komisch. Eigentlich dürftet ihr uns jetzt doch nur das erzählen, was wir gerade eben... Achso, nee, auf Polo einstellen. Oh, wer ist er denn? Apollo. Die Übertragung ist still. Der Fremde starrt mich einfach nur an. Cool. Hi Apollo. Identifiziere dich, sonst beende ich diese Übertragung. Sagen, du sein Freund von Artemis bist, sagen, ich bin Freund von Artemis. So, fertig. Nein, bist du nicht. Ja, toll. Warum nicht? Warum benutzt du dieses Wort überhaupt, Freund? Das ist nur eine Bezeichnung, ein Vorwand, damit man sich nicht mehr so einsam fühlt. Warum hast du mich überhaupt kontaktiert? Steckt Artemis dahinter? Ich habe meine Meinung nicht geändert. Es ist mir egal, ob ein Traum sagt, dass wir Reisende wären. Ich treffe mich, wenn ich dafür bezahlt werde. Oh, ist ein guter Mann.
Diese Konversation ist auch nur eine Verschwendung wertvoller Arbeitszeit. Sagen, dass Artemis in Schwierigkeiten ist, jo, gib ihm. Sage Apollo, dass Artemis in Schwierigkeiten steckt, dass er ein Portal benutzt hat und auf einer weit entfernten, unbekannten Welt außerhalb des Holoterminus-Netzwerks gestrandet ist. Apollos Verhalten verändert sich. Die Nachrichten schienen ihn zu beunruhigen. Sende mir deine Datenprotokolle. Ich will das mit eigenen Augen sehen. Jo, gib ihm. Apollo untersucht das Protokoll, indem er das Rauschen und die Verzerrung immer wieder anhält und von vorne abspielt. Er dreht sich aufgeregt zu mir. Also bei mir hat er sich bislang noch nicht bewegt. Das finde ich immer noch ein bisschen cooler, so in den Holo-Aufzeichnungen so Animationen, dass man sich da wenigstens das mal ein bisschen widerspiegeln kann, was da im Text steht. Diese Geräusche klingen genau wie die Echos von Vorfällen mit Wächtern. Du hast sie natürlich schon gesehen. Wenn du ihren wertvollen Planeten zu nahe kommst, tauchen plötzlich aus dem Nichts Drohnen auf. Ja, die habe ich schon kennengelernt. Die Valkyrien werden uns fürstlich entlohnen, wenn wir rausfinden, wie die Wächter so schnell auftauchen können. Diese Aufzeichnung von dir, die Portale, vielleicht sind sie der Schlüssel. Zustimmen, andeuten, das Leben, Mehrwert, zustimmen. Also, was sagst du? Sollen wir bei dieser Sache zusammenarbeiten als Partner? Ja, sicher, Junge. Gib ihm. Wir müssen dir eine vernünftige Operationsbasis einrichten, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Ja, aber nicht auf diesem komischen Planeten, der dich jedes Mal brutzelt alle 2 Minuten. Schick dich zu einem meiner Kontakte. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Vergiss nicht, höflich zu sein. Jo, das kriegen wir hin. Oh, Sebastian, weißt du was? Das Wetter wird schlechter. Ich weiß. Ich hab's gerade schon im Gespräch, kam mir die Nachricht in den Bildschirm geploppt, ey. So, Ziel außerhalb lokalen Systems. So. Der Planet ist einfach scheiße. Der Planet ist richtig scheiße. Der Planet ist so scheiße, da gibt's nichts Positives dran. Das Schlimme ist, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Warpzelle, weil hierfür müssen wir auch woanders hin. Wo ist mein Schiff jetzt hin? Da. Der Planet stinkt richtig hart. Ey, aber frag mal nicht wie. Ist der ekelhafteste Planet, den ich jemals besucht habe. Abgesehen von diesem Giftquatsch da. Aber du hast auch kein Kupfer mehr, ne? Ich guck gleich. Bist du schon wieder woanders hingeflogen? Bitte was? Bist du schon wieder woanders hingeflogen? Ich bin hier oben und mach das, was du gerade gemacht hast. Ich weiß nur nicht, was dieses Viech von mir wollte, von wegen beharren darauf, dass Menschenleben, das Leben wichtiger ist als diese Information. Als ob wir den da jetzt zurücklassen will, lassen wir holen ihn ja trotzdem noch ab. Ja, ich glaube, das war nicht unbedingt sein primäres Ziel. Egal, wir holen ihn trotzdem ab. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns dann auf dem nächsten Planeten dann erwartet. Und wehe, das ist eine Basis auf so einem Kackteil wie hier, da mache ich aus, ganz ehrlich. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt safe Sachen. Also Antimaterie für unsere Warpzelle. Ja, das auf jeden Fall. Oh, mein Rucksack ist schon wieder komplett zugeranzt, ey. Ich habe auch ehrlich gesagt mal Bock, weil Kobalt und so einen Scheiß, den habe ich noch nie benutzt. Aktuell Cadmium auch noch nicht. Ich glaube, ich vertick die Scheiße das nächste Mal, wenn wir in der Station sind. Salz genauso. Ja. Wie kommt man an einen Signalverstärker? Durch das Baumenü. Drückst Z und dann ploppt dir so ein Baumenü auf und darunter kriegst du den Signalbooster. Der braucht eine Metallplatte, einen Kohlenstoff-Nanorohr und 15 Natrium. Einfach Z drücken und dann geht die Luzi ab. Kein Thema. Bitteschön. So, mal gucken, ob ich die Tierchenmission wenigstens simpel abgeben kann. Ach, du bist schon wieder weg?
Würde mich ja mal freuen. Ja, ich will endlich diese ganze Sidequest loswerden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will mit dir mit der Hauptstory weitermachen. Deswegen habe ich. Das war mein Hauptgrund, warum ich die gar nicht angenommen habe. Ja, aber das merkst du ja nicht immer. Du redest mit einem und plötzlich hast du eine Quest. Das ist mir schon zweimal passiert. Immer wenn da steht annehmen, drücke ich auf ablehnen. Das ist schon automatisch so. Ja, aber manchmal brauchst du die Sachen, die dir geben. Ich habe bislang fliege ich ja immer noch mit dir rum und ich habe immer auf ablehnen gedrückt bei sowas. Naja, ich hole mir jetzt erstmal das Kupfer, vielleicht. So. Ja, Siedetemperaturen, bla bla bla. Da, können wir uns heilen. Super. So, du da. Ich habe deine Mission erfüllt. Sei zufrieden. Sofort. So, zack. Nice! Wieder einer aus der Liste gelöscht. Sehr gut. Jetzt hat... Das Spiel ist schon fertig, ne? Oder kommt da noch irgendwas? Wie, was? Das Spiel ist fertig. Ja, es ist schon fertig released, ne? Ja, klar. Okay. Finde Apollos Kontaktperson. Lokalisiere sie auf der Galaxiekarte. Okay. Ja, ich muss jetzt aber erstmal Shit verkaufen. Es geht einfach so nicht weiter. Ich dachte, das hast du gerade gemacht. Ne, wo denn? Als wir in der Station waren, hast du gesagt, ich muss kurz verkaufen. Ja, aber ich habe schon wieder alles voll. Ich frage mich echt immer, was du machst. Ich finde das irgendwann interessant. Also, es ist eine coole Sache, dass du immer so viel Zeug hast. Aber ich weiß nicht, bei mir passiert das nicht. Hier landet gerade auch keine Sau, also ich heb mal ab, ne? Natriumnitrat. Ich glaube, ich fliege auch mal zur Station zurück. Da. Gefährliche Flugzeug. Bam! Impuls. Hä? Wo soll ich denn sein? Da ist er. Sieht aus wie ein Pilz. Ja, da gibt's mehrere Pflanzen, die so aussehen. Ja, dann stirb mal. So, bitteschön. Ja, ich mache mich jetzt mal daran, dann chromatisches Metall zu machen. Wenigstens ein bisschen. Ach so, ja, stimmt. Ich wollte noch nachgucken, ob ich das hab. Ich habe 35 chromatische Metalle noch. Das ist ja schon mal eine gute Sache. So, bestimmt. Hyperantrieb Modul A hat er mir gegeben. Platz auswählen. So, ich krieg da jetzt 131 chromatische Metalle raus. Das sollte erstmal reichen. Was brauche ich noch für Dingens hier? Sauerstoff habe ich sogar noch. Dann mache ich noch mal, dann mache ich mir noch eins. Staub.
Wetterwarnung, ja. Stimmt, wir hatten jetzt auch 3 Minuten gutes Wetter. Muss sich wieder ändern. Regnen tut's trotzdem. Eigentlich müsste ich aussehen wie der größte Fischmensch. Ich müsste zwar eigentlich schon so Flossen zwischen den Fingern bekommen, weil andauernd Wasser in Kontakt kommt. So. Lol. Krass, jetzt habe ich drei Dinge. Hammer. Cool. Shit. Boah, natürlich habe ich jetzt keinen verdichteten Kunst. In der Nähe. Go, 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 go. Also mit C werden übrigens die Sauerstoffpflanzen auch angezeigt. Okay. Ja, Wärmeschutz, Schmärmschutz. Hitzeschaden. Tja, Leute, da kann ich jetzt leider nichts machen. Da müssen wir jetzt einfach aus dem Fenster gucken. Oder aufs Christkind warten. Kann ich nichts machen. Sitzen wir hier. Ich gucke mal, ob ich irgendwie meinen Anzug upgraden kann. Der Himmel sieht eigentlich gerade ziemlich cool aus, muss ich sagen, zwischen den Bäumen. Du hast Sachen fürs Schiff, du hast Sachen fürs Fahrzeug, du hast Sachen für den Anzug, ne, Bro? Nice. Aber dieser komische Apollo scheint ja auch, dass da der halt auch mit den Valkyrien zu arbeiten scheint, eher so der pragmatische Typ zu sein, ne? Hm. So, mein Gott, wenn was stirbt, ist auch egal. Hauptsache, das Ergebnis zählt. Kann ich jetzt oder geht immer noch nicht? 77. Vor allem, das Geile ist ja auch, es gibt nicht nur Sturm, ja, ich habe glaube noch nie einen Sturm gesehen, es gibt immer nur Supersturm. Ja. Warum nicht? So, ich habe mir jetzt mein Upgrade geholt, um solche Stürme besser auszuhalten. Ich glaube, ich muss mir echt mal so ein Lego-Modell kaufen. Kann ich da in der Wartezeit basteln. Natrium, Diode und Antimaterie. Für Antimaterie brauchst du verdichteten Kohlenstoff. Antimaterie kann ich herstellen, das ist nicht das Problem. Da habe ich alles für. Die Diode ist viel schlimmer. Hast du das Rezept dafür überhaupt schon? Ich glaube nicht. Boah, wie lange geht denn der Sturm noch? Ich habe jetzt hier schon eine Ewigkeit da drin gesessen, also langsam möchte ich auch irgendwas tun. Und wieder ins Schiff. Sammle oder raffiniere Natriumnitrat. 40. Geil wäre, wenn man so schnell aufs Handy capturen könnte, dann könnte ich jetzt eine Runde Hill Climb Racing spielen. Das geht bestimmt irgendwie, musst du nur halt gut vorbereitet haben. Oh. Hab ich natürlich nicht. Ach Mann. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh, es sieht weniger regnerisch aus. Kann ich jetzt? Echt? Ich komm zu dir. Ich weiß nicht, ich sehe mein Hut nicht. Ja, ey, 27 Grad, GZ. So, der ätzendste Planet EU West, ne? Planet, ey. Also, wir haben es ja auch richtig in der Konferenz zusammengesessen. Wie können wir dem Spieler größtmöglich auf den Sack gehen?
Antimaterie, so. Ja, wir... Ey, ohne Scheiß, der Sturm hat gerade angefangen, aufgehört. Jetzt ist heißer Regensturm wieder, oder was? Oh, der Planet, der sackt so hart. Das ist der absolute... Dann nimm du doch einen anderen, mein Gott, dann flieg weg. Ja, aber das ist es halt wieder. Das kostet dann halt auch wieder Ressourcen und den ganzen Scheiß. Das ist halt nicht so einfach. Nee, das Spiel ist halt auch nicht einfach. Ja, finde ich eigentlich schon. Das ist halt nur nervig. Achso, das ist die Terrain-Manipulator. Es ist halt kein schweres Spiel, aber es hat halt nur so nervige Angewohnheiten, die dir einfach nur Zeit kosten. Weil die Viecher, die sind ehrlich gesagt nicht so stark. Die Umgebung ist auch so. Ist eigentlich das Ätzendste. Ja, komm, lass mal auf einen anderen Planeten gehen hier. Ja, aber. Warte. Scheiße, wo ist mein Flugzeug? Da! Oh, warte, ich werde drauf gehen. Und hast du schon dein Dings getestet? Dein Wärmeschutz? Meinen Wetterschutz habe ich ja noch nicht gebaut. Achso, ich dachte, du hättest ihn schon gebaut. Ich sammle gerade die Ressourcen dafür. Und nee, aber das sackt hier ziemlich hart. Ich muss mir was anderes suchen. Kein Bock mehr auf den Planeten. Wo fliege ich jetzt hin? Oh, Startschubdüse 0%. Ja, komm, ich fliege mit dir mit. Ich sammle meine Raffinerie ein, die Scheiße fliegen mir.